Dietmar Takt, Videokolumne Nummer 5, Februar 2020. Die Hugenotten von Giacomo Meyerbeer. Wagner mochte ihn nicht sonderlich und hat diesem großartigen Komponisten wirklich übel mitgespielt. Besonders im Nachgang, als der eigentlich schon längst tot war. Und hat der Rezeption des Stückes massiv geschadet. Ein tolles Werk, 5 Stunden. Im 4. Akt gibt es die sogenannte Schwerterweihe. Dort entscheiden sich die katholischen Adligen, in der noch selben Nacht, in dem großen Massenmord der Bartholomäusnacht, die Führung der protestantischen Liga in Frankreich zu ermorden. Diese Szene ist eine ganz eigene Mischung aus so einem forschen, militärischen Voranschreiten mit einer latenten Aggression, wo man schon merkt, was gleich passieren wird, und so einer sakralen Aura, mit der man eben versucht, das Ganze als Gott gewollt zu rechtfertigen. Zugrunde liegt dieser Szene, Astur ist die Grundtonart, so ein zackiger, sehr nervös-aggressiver Grundrhythmus. Über dieser Grundfigur singen die Männer des Männerchores eine Melodie. Gloire! Also Ruhm dem Gott der Rache. Und hier macht nun Meyerbeer etwas, um die Spannung noch zu verschärfen und diese Stelle auch wirklich noch mit einer gewissen Form des Besonderen zu versehen, die sich eben auch im Ohr festsetzt. Ein Teil der Männer singt diese Melodie, die dann vom Ass aufs B hochwechselt. Ein anderer Teil hält das Ass und es ergibt sich diese Reibung der großen Sekunde. Also Gloire, du grand Dieu und so weiter. Und diese ganz bewusst auf die schwere Zählzeit hingesetzte Dissonanz der großen Sekunde, Ass G, macht eben das Besondere der Stelle aus und steht eben auch, während unten dieser Grundrhythmus da noch immer dagegen läuft, für diese Spannung, die sich aufbaut, die eben darauf hindeutet, das ist jetzt hier keine heilige Messe und nicht der Gott der Liebe, der dort waltet, sondern es geht darum, sich auf einen Massenmord vorzubereiten. Bei weiteren Fragen, Dr. Takt, Takt@deutscheoper Berlin.